Eins davon war die Elektromobilität. Hier in Brandenburg, nur ungefähr eine Autostunde vom Dekra-Lausitzring entfernt, entsteht ja zurzeit die Gigafactory von Tesla. Und auch beim Autofahrer kommt das Thema E-Mobilität nach und nach an. Wir haben dazu eine kleine Übersicht vorbereitet. Hier in unserem Diagramm sehen Sie, dass die Neuzulassungen von E-Fahrzeugen im März 2021 ungefähr ein Viertel aller Neuzulassungen ausgemacht hat. Das ist ein Anstieg um mehr als 200%. Und die DAT, die Deutsche Automobiltreuhand, hat ihre Autofahrer beim jährlichen DAT-Report befragt, was sie denn vom Thema E-Mobilität halten. Und sie haben unter anderem gefragt, ob denn die Autofahrer denken, dass E-Fahrzeuge die Autos mit Verbrenner zukünftig ersetzen werden. Die Antworten waren hier noch ein bisschen verhalten. Fast die Hälfte glaubt das nicht, aber 15% sagen, ja, das ist realistisch. Niklas, du sagst ja schon jetzt, die E-Mobilität ist die Zukunft. Warum? Ja gut, man merkt es halt einfach, wie auch schon die Grafik jetzt quasi besagt, die Leute setzen sich mehr mit der E-Mobilität auseinander. Die E-Mobilität wird gefördert und die deutschen Hersteller wachen jetzt so langsam ein bisschen auf. Klar, warum machen sie auf? Die Politik macht Druck. Ne? Es werden sozusagen Druck auf die deutschen Hersteller ausgeübt, dass halt jetzt wegen CO2 werden, dass sie immer mehr Produkte anbieten. Steigen meiner Meinung nach zu spät drauf auf. Wir sind es halt bei Tesla, der Ami, der hat da auch schon früher gebaut. Man sieht es auch in den Zulassungszahlen von deren Marke, dass es halt immer weiter nach oben geht. Und wir haben uns halt damals auch dazu entschlossen, vor 6 Jahren den Schritt auch in die E-Mobilität zu gehen, diese reparieren zu können, zu dürfen und sind in der jetzigen Situation auch stolz und froh darüber, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Ihr seid ja bereits vor 6 Jahren schon Tesla Approved Body Shop geworden mit eurem Betrieb. Wie habt ihr euch denn auf dieses Geschäftsfeld eingestellt? Gut, als erstes war es natürlich ein gewagter Schritt, das zu gehen, weil Unternehmen, Ami, der auf einmal Autos produziert und die auf den deutschen Markt hier bringt. Aber wie gesagt, es war sehr interessant. Wir haben davon total gelernt, das damit umzugehen, diese zu reparieren. Wir konnten das super in unseren Betrieb quasi mit einbringen und die Mitarbeiter fanden es super, neue Technik mal zu reparieren, mal was anderes zu machen und sind froh, dass wir diesen Schritt damals gegangen sind. Wie lief das ab, sich da auf dieses Know-how auch einzustellen? Da gab es sicherlich auch spezielle Schulungen und so weiter. Genau, als erstes muss man sich quasi sozusagen bewerben und bei Tesla halt, dass man auch sozusagen aufgenommen wird in ein Auditverfahren ganz einfach. Und da ging es natürlich los, die Mitarbeiter zu motivieren. Auf einmal musste der Geselle mit 40 auf einmal wieder anfangen, Englisch zu lernen. Und das war so ein kleiner Meilenstein auch bei uns natürlich in den Führungspositionen. Und aber unsere Leute haben das super aufgenommen, super umgesetzt. Es mussten viele Schulungen gemacht werden, ganz klar. Diese mussten auch abgehalten werden, auch irgendwo im Ausland. Da musste man nach Holland gefahren werden, man nach England gefahren werden. Und wie gesagt, wir konnten das Lernen auch auf andere Marken quasi überbringen. Und die Mitarbeiter fanden das eine sehr gute Sache und sind auch immer noch gut mit dabei. Welche Investitionen waren dafür tätig, notwendig? Klar, Investitionen natürlich erstmal in deine Werkstattausstattung selbstverständlich. Deine vorherige Ausstattung musste erweitert werden, angepasst werden. Es gab spezielle Vorschriften, was du haben musst. Und dass du überhaupt dann nachher das Schild dir an die Wand hängen kannst, sei jetzt einfach mal. Sprich Spezialwerkzeug, Schulung, sehr, sehr viele. Und dann natürlich auch eine hohe Investitionssumme her vom Geld natürlich. Okay. Verrätst du, wie viel das war? Man kann 5- bis 6-stellig kann man ungefähr auf die Jahre natürlich hingesehen, ne? Weil die Schulungen werden natürlich immer weitergeführt, dass man kontinuierlich immer auf dem neuesten Stand bleibt. Es kommen immer neue Modelle mit dabei. Ne? Und, aber klar, so wie bei jeder neuen Investition ist diese immer relativ hoch. Okay. Wie ist denn heute so das Verhältnis zwischen Verbrennerfahrzeugen, E-Fahrzeugen, die zu euch in den Betrieb kommen, um repariert zu werden? Das ist eigentlich immer ein Mischmasch. Man kann das leider nie betiteln. Mal hat man 20 Verbrenner, nur ein E, mal hat man 20 E und 5 Verbrenner. Es ist halt immer individuell. Man merkt es halt nur wirklich, die E-Fahrzeuge werden mehr auf den Straßen. Und das merkt man auch in der Auslastung her von seiner Werkstatt, dass definitiv es kontinuierlich so ist, dass im Schnitt
Vor ein paar Jahren waren es mal 2 in der Woche und dass es jetzt schon, sag ich mal, 4 in der Woche sind. Ganz klar. Es geht weiter nach oben. Die Leute setzen sich mit auseinander und wagen diesen Schritt und die meisten sind alle davon positiv überrascht und bereuen es nicht.